Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Wir kommen zu unserem nächsten Video und zwar das Thema Integral- und Flächeninhalt Teil 1. Ihr seht, wie schon bei einigen Videos zuvor, haben wir hier auch das nächste Kapitel wieder in zwei Hälften geteilt. Das hält A, die Videos ein bisschen kürzer und B, können wir im Unterricht gezielt einzelne wichtige Teile des Kapitels üben. Zunächst mal, wir haben hier eine Funktion dargestellt. F von x ist x² minus 2x, das blaue hier, also eine verschobene Parabel. Und in diesem Fall geht es darum, der Flächeninhalt der orange eingefärbten Fläche soll berechnet werden. Naja, da kann man sich ja denken, das haben wir in letzter Zeit auch zuhauf gemacht. Da haben wir Integrale für benutzt. Machen wir doch mal das Integral. Wir sehen hier, dass diese beiden Geraden x gleich minus 1 und x gleich 3 die Fläche begrenzen. Also machen wir doch einfach gerade mal das Integral von f von x dx von minus 1 bis 3. Und das Ganze sparen wir uns jetzt, dass wir das hier von Hand ausrechnen. Wir können das Ganze mit dem GTR machen. Also machen wir es jetzt auch schnell mit dem GTR. Haben wir natürlich schon mal vorbereitet. An dieser Stelle bitte jetzt nicht wundern. Wir haben gerade ein technisches Problem mit dem GTR, der exakt unseren darstellt und werden vorläufig diesen GTR hier rechts haben. Das ist das Nachfolgemodell von unserem. Es ist alles ein bisschen bunter und ein bisschen moderner, aber die Funktionsweise ist genau die gleiche. Sobald wir unseren wieder funktionstüchtig kriegen, nehmen wir das alte, auch schöne Modell. Gut, ich habe diese Funktion x² minus 2x hier schon eingegeben. Wir lassen uns die zeichnen hier in unserem Fenster. Und wir erinnern uns, wenn man ein Integral berechnen möchte, macht man das über gsolve f5, eins weiter rüber. Wir wählen Integral aus, Integral dx. So, jetzt müssen wir die Grenzen angeben. Naja, von minus 1, das ist die untere Grenze, bis 3, das ist die obere Grenze. Wird jetzt auch hier genauso eingefärbt wie bei uns hier drüben. Und wir bekommen ein Ergebnis. Und zwar 1, Periode 3 und das ist nichts anderes als, wenn man mal den exakten Wert aufschreiben möchte, 4 Drittel. Können wir sagen, okay, wunderbar, Aufgabe gelöst, fertig. Jetzt gehen wir mal ein bisschen von der Denkweise mal ran, die wir hatten vor den Integralen und allem. Und erinnern uns mal zurück im Laufe eurer Schulzeit, wenn man Flächen berechnen sollte, irgendwie, dann hat man auch relativ einfach Kästchen zählen können. 4 Drittel entspricht 1, Periode 3. Jetzt schauen wir mal rüber. Eine Flächeneinheit, das sind vier solche Kästchen hier. Jetzt schauen wir mal. 1, 2, 3, 4. Hier ist ein bisschen was angebrochen, aber wenn man die dazu nimmt, ist das auf jeden Fall schon mal eine Flächeneinheit. Dann kommen hier 1, 2, 3, 4 Kästchen, wenn man das dazu nimmt, nochmal dazu und nochmal vier Kästchen. Wir wären also eigentlich ja schon bei insgesamt drei dieser 1 Quadratzentimeter großen Kästchen. Und laut dem Ganzen hier ist das Ergebnis für die Fläche aber nur 1, Periode 3. Das stimmt jetzt irgendwas nicht. Ja, da hat der Latein einen Fehler gemacht, denn was er berechnet hat, war der orientierte Flächeninhalt. Das heißt, diesen ersten Flächeninhalt, da sind die Funktionswerte überhalb der x-Achse, vielleicht gerade mal drauf deuten. Hier. Genau deswegen, der Flächeninhalt wird positiv gewertet. Dann der andere Flächeninhalt, das sind die Funktionswerte unterhalb der x-Achse, da wird der Flächeninhalt negativ gewertet. Und beim dritten sind die Funktionswerte wieder oberhalb der x-Achse, wird er positiv gewertet. Und deswegen ist der orientierte Flächeninhalt sozusagen hier falsch. Und das wollen wir gar nicht berechnen. Wir wollen wirklich den Flächeninhalt berechnen. Das müssen wir jetzt anders machen. So, wir berechnen jetzt einfach mal jedes einzelne dieser Flächenstücke. Das erste nennen wir hier A1 mal. Das zweite nennen wir hier A2 und das dritte nennen wir A3. Gehen wir mal vor, so wie wir es gelernt haben, A1 ist das Integral von minus 1 bis 0 von der Funktion f von x, ich schreibe es mal hin, x² minus 2x dx. Und bevor ich das jetzt rechne, könnt ihr das jetzt mal selber versuchen, ob ihr das noch könnt. Ob jetzt auch für die anderen beiden, für A2 und A3 gleich und dann zeigen wir euch die Lösung dafür. In 3, 2, 1. Weiter geht's. Gut, da sind wir wieder und ich denke, ihr habt es auch hinbekommen. Hier die Fläche A1. Die Stammfunktion ist ein Drittel x hoch 3 minus x Quadrat von den Grenzen von minus 1 bis 0. Setzen wir es mal ein. 0 setzen wir ein, dann gibt es hier 0 minus 0, also gibt 0.
minus die untere Grenze, also Klammer auf, minus 1 Drittel, 1 hoch 3 ist 1, oder minus 1 hoch 3 ist minus 1 mal 1 Drittel ist minus 1 Drittel, minus minus 1 zum Quadrat ist 1, also minus 1, Klammer zu. Ist gleich, und hier habe ich jetzt die Vorzeichen getauscht, wegen dem Minus vertauschen sich die Vorzeichen, hier von minus 1 Drittel gibt 1 Drittel und von minus 1 gibt 1. Zusammen gibt das 4 Drittel. Okay. Zweite machen wir es genauso. Das Schöne ist, das alles kann man einfach mal schnell hinschreiben, weil die Scharnfunktion ist ja dieselbe. Also muss man gar nicht mehr denken, nur schreiben. Nur andere Grenzen halt. Richtig. Jetzt von 0 bis 2. 2 setzen wir ein, kriegt ihr alle hin. Drittel mal 8 minus 4 ist 8 Drittel minus 4 ist 12 Drittel. Also 8 Drittel minus 12 Drittel ist minus 4 Drittel. Okay. A3, wieder dasselbe, andere Grenzen. Von 2 bis 3. Ein bisschen schwieriger zu rechnen. 3 setzen wir ein. 3 hoch 3 ist 27. 27 Drittel. Minus 3 im Quadrat, also minus 9. Minus die untere Grenze eingesetzt, deswegen eine Klammer. 2 hoch 3 gibt 8. 8 Drittel. Hier 8 Drittel. Minus 4. Gut, 27 Drittel sind ja 9. Also 9 minus 9 gibt auch wieder 0. Minus, Klammer auf, 8 Drittel minus aus der 4 habe ich jetzt 12 Drittel wieder gemacht. Und jetzt mache ich es mal ein bisschen anders. Jetzt nehme ich nicht dieses Minus und drehe hier die Vorzeichen um, sondern ich rechne 8 Drittel minus 12 Drittel. Das kann man auch machen. Gibt minus 4 Drittel. Und hier hat man jetzt ein Minus außerhalb der Klammer, Minus innerhalb der Klammer. Für positiv ist 4 Drittel. An der Stelle vielleicht ganz kurz. Das sind jetzt zwei Möglichkeiten, mit so einem Minus vor einer Klammer umzugehen, bei A1 und bei A3. Entweder eben, ihr holt das Minus in die Klammer und tauscht dort alle Vorzeichen rum. Aus jedem Plus wird ein Minus, aus jedem Minus wird ein Plus. Aufpassen, Zahlen ganz am Anfang, die gar nichts dabei stehen haben, haben theoretisch ein Plus, das dann zu einem Minus wird. Oder ihr macht es wie unten, ihr rechnet erst die gesamte Klammer aus, sodass nur noch ein Wert dran steht und verarbeitet dann erst das Vorzeichen mit diesem Wert. Wie ihr das macht, ist euch überlassen. Okay, wir gehen jetzt mal auf das ein, was der Herr Tanger zum Anfang GDR berechnet hat, dieses 4 Drittel, den orientierten Flächeninhalt. Gucken wir mal, ob das rauskommt, dann sehen wir, ob wir richtig gerechnet haben. Also hier haben wir 4 Drittel, das ist A1, das hier. Okay, also es sind, wenn man hier so Fliesen auslegen würde sozusagen, wäre das der Flächeninhalt 4 Drittel. Hier haben wir negativen Flächeninhalt, minus 4 Drittel, also das plus das ergibt jetzt schon 0. Und dann noch plus die Fläche A3, also plus 4 Drittel, ergibt genau 4 Drittel. Es kommt also genau das raus, was der Tein berechnet hat. Jetzt müssen wir aber anders denken. Wir wollen wirklich den Flächeninhalt, nicht den orientierten Flächeninhalt. Also müssen wir diese Fläche, die hier negativ ist, und negative Fläche macht ja eigentlich gar keinen Sinn, müssen wir positiv werten. Das heißt aber, positiv werten, im Endeffekt den Betrag davon nehmen. Also rechnen wir einfach 4 Drittel plus 4 Drittel plus 4 Drittel und das ist dann unsere Fläche. Das heißt, wir nehmen einfach bei allen Flächen immer den Betrag. So kann man das dann auch hinschreiben. Die gesamte Fläche A von der Orangen ist der Betrag von A1. Und da bräuchte man nicht unbedingt einen Betrag, der Vollständigkeit halber machen wir das aber auch mal. Den Betrag von A2 plus den Betrag von A3. Jetzt schreibe ich es einmal ausführlich hin. Das ist dann 4 Drittel, da ändert sich nichts. Plus 4 Drittel, da ändert sich was. Klar, aber das mit dem Betrag könnt ihr ja umgehen. Das heißt, wir haben wirklich 3 mal 4 Drittel. Also 4 Drittel plus 4 Drittel sind 8 Drittel, plus 4 Drittel sind 12 Drittel. Und das ist 4. Das heißt, der Flächeninhalt ist 4. Und da ihr hier so 4 kleine Kästchen, 1, 2, 3, 4, den Flächeninhalt 1 entsprechen, haben wir sozusagen 16, also 4 mal 4, kleine Kästchen. Und schon viele, aber wenn man sich anschaut, das Ganze haut auch ungefähr hin, mit den ganzen Teilstückchen und so weiter, die reinkommen. Das heißt, jetzt in Zukunft immer darauf achten, soll ein Integral berechnet werden, beziehungsweise ein orientierter Flächeninhalt. Dann machen wir das von oben, was wir aus den letzten Stunden kennen. Geht es wirklich um den Flächeninhalt im Sinn von einer Fläche, die man irgendwie in ein Plättchen oder so oder mit Fliesen auslegen sollte oder ähnliches, dann macht man es so wie jetzt, indem man eben die einzelnen Teilflächen betrachtet und deren Beträge addiert. Gut, dann schreiben wir das Ganze mal als Regel auf. So, allgemein muss man das Folgende machen. Bei der Berechnung des Flächeninhalts zwischen dem Graphen einer Funktion f und der x-Achse über dem Intervall ab geht man so vor. Erstens,
Man bestimmt die Nullstellen von f auf ab. Jetzt könnten sich einige von euch denken, Moment mal, warum reden die jetzt von Nullstellen? Bisher war überhaupt nicht von Nullstellen die Rede. Doch, doch, die waren schon da, nur haben wir es nicht genauer beachtet. Wir gehen mal kurz zurück zum Beispiel, da könnte ich es euch zeigen. Und zwar ging es hier um das Intervall minus 1 bis 3. Und wir haben uns ja überlegt, wir teilen das in Teilflächen, nämlich von minus 1 bis 0, von 0 bis 2 und von 2 bis 3. Und hier an der Stelle 0 und an der Stelle 2, wo wir diese Unterteilung vorgenommen haben, sind ja gerade Nullstellen die Funktion. Nämlich die Stellen, an denen die Funktion von einem positiven Wert, wo dann auch der orientierte Flächeninhalt positiv wäre, zu einem negativen Wert wechselt, wo dann der orientierte Flächeninhalt negativ wird. Deshalb müssen wir diese Nullstellen kennen. Entweder wir sehen es hier direkt an der Zeichnung, wie gerade eben, oder wenn wir halt mal keine Zeichnung haben, dann müssen wir sie eben berechnen. Das als erster Schritt. Dann bestimmen wir die orientierten Flächeninhalte der Teilflächen mit dem Integral. Da müssen wir dann gar nicht über Plus oder Minus oder irgendwas nachdenken, sondern so wie bisher auch. Und schließlich als drittes addiert man die Beträge aller orientierten Flächeninhalte. Beträge heißt in dem Fall, alle die positiv sind, bleiben positiv und die orientierten Flächeninhalte, die negativ wären, die addieren wir ebenfalls dazu und lassen das Minus weg. So, schreibt euch das jetzt bitte ab und lasst drunter ein paar Zeilen frei. Wenn wir uns nämlich gleich Aufgaben anschauen, kommen wir noch kurz darauf zu sprechen, wie man das Ganze mit dem GTR macht. Da kann man das nämlich auch machen, sogar ein bisschen eleganter noch. Deswegen sollte hier noch ein bisschen Platz für die Regel mit GTR sein. So, bestimme den Flächeninhalt, den die Funktion f von x gleich x² minus 2x im Intervall minus 1 bis 3 mit der x-Achse einschließt und das Ganze berechnen wir mit dem GTR. So, das ist die Funktion von vorhin. F von x ist x² minus 2x. Wir haben sie im GTR rechts schon mal eingezeichnet. Und wenn man mit dem GTR das berechnet, kann man es komplett berechnen, indem man den Betrag von der Funktion nimmt. Wir erklären gleich, warum. Herr Thein, macht das mal. Das ist ein bisschen schwierig hier. Er erklärt es mal, wie man es hier hinkriegt. Also wir gehen hier oben über Shift und 4. Dann kommen wir in den sogenannten Katalog. Da können wir verschiedene Sachen auswählen. Und was wir gerade brauchen, ist hier, das ist ABS, ABS, das ist die Abkürzung für den Betrag der Funktion, absolut, nehme ich an. Genau, absolut. Absolut, und das wählen wir. Und jetzt bekommen wir hier diese Betragsstriche, die wir auch ja bei der Schreibweise vorhin, als wir es von Hand gemacht haben, benutzt haben. Da geben wir jetzt unsere Funktion nochmal ein, x² minus 2x. So, und jetzt zeichnen wir die mal. Wir zeichnen sie, genau. Wir zeichnen sie. So. Und vielleicht zoomen wir einmal rein. Genau. Wunderbar. Und jetzt gehen Sie mal zur Aufgabe 1 zurück, die wir in der Einleitung haben. Und jetzt sieht man gerade, wenn man sie hier links betrachtet, dass die ganzen y-Werte, die unterhalb der x-Achse waren, genau da nach oben geklappt sind. Also im Bereich von 0 bis 2, genau, sehen wir hier. Genau. Das heißt jetzt, diese Teilfläche A2, die vorher negativ war, ist jetzt nach oben geklappt und ist jetzt positiv. Das heißt, jetzt haben wir nur noch sozusagen positive Teilflächen. Und wenn wir jetzt das Integral davon bilden, dann kriegen wir nicht mehr wie von den orientierten Flächeninhalt, sondern jetzt wirklich den Flächeninhalt. Das heißt, wir müssten jetzt 4 rauskriegen, können das mal ausprobieren. Beziehungsweise es ist der orientierte Flächeninhalt, nur stimmt er in diesem Fall mit dem tatsächlichen Flächeninhalt überein. Das ist richtig, genau. So, G's off, f3 ist Integral und Integral dx von minus 1 als untere Grenze bis 3 als obere Grenze. Und das 4, wunderbar, das schreiben wir auch gleich hin. Können wir hinschreiben für Flächeninhalt a, also einfach a ist gleich, können ruhig jetzt mal das machen, das Integral vom Betrag, also die Betragsstriche, x² minus 2x, dx, vom Intervall von minus 1 bis 3, ist gleich 4. Gut, und das können wir dann bei der Regel auch im Endeffekt ergänzen, dass wir es mit dem GTR rechnen, es schneller machen können,
wenn wir nicht die einzelnen Teilflächen berechnen, sondern wirklich die Betragsfunktion angucken. Das schreiben wir jetzt allgemein als Regel auf. So, ich gehe jetzt hier zurück zu der Regel von eben. Ihr habt ja Platz gelassen in eurem Heft für den Aufschrieb. Bei Berechnung des Flächeninhalts mit dem GTR, ich unterstreiche mal den GTR, dass es deutlich wird, verwendet man die Betragsfunktion Betrag von f von x statt der Funktion f. Das heißt, eben dran denken, beim Eingeben hier im Graphmenü des GTRs die Betragszeichen benutzen. Wichtig, das funktioniert wirklich nur beim Berechnen im GTR. Wenn wir es von Hand machen, so wie oben, bitte nicht das mit dem Betrag machen, das funktioniert nicht, sondern die Teilflächen ausrechnen, die orientierten Teilflächen, und dann erst beim Addieren der Ergebnisse den Betrag benutzen. Das wäre wichtig. Und auch in Zukunft aufpassen, das mit dem Betrag natürlich nicht machen, wenn das Integral gesucht ist. Denn dann wollen wir ja, dass der orientierte Flächeninhalt berechnet wird. Gut, und damit war es für dieses Video. Und wir üben das wie immer noch mit Aufgaben und benutzt die Kommentarfunktion, wenn ihr Sachen nicht verstanden habt. Bis zur nächsten Stunde. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao.